Die Bros und Brodinen, schön, dass ihr da seid, ihr geilen Söken und Sökeninnen und Lappeninnen. Ich bin nicht ganz alleine, der Martin ist auch noch da. Guten Tag. Wir spielen eine Runde Lunaris und Theostra gleich. Lunaris? Lunastra, Entschuldigung. Ja, Lunaris, ist doch dasselbe, Alter. Ist es nicht. Wobei, warum, woher hole ich eigentlich Lunastra? Nee, was hast du denn jetzt eigentlich gesagt? What the fuck? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du sagen wolltest. Ja, eigentlich, schon wieder vergessen, Alzheimer halt. So, also wir probieren halt nochmal die Mission bekannt zu geben. Wir müssen... Hey, die Klappe. Du wirst auch genauso alt. Nee. Klar. Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Du denkst wohl auch stumpfes Trumpf. Das ist deine Aussage, ja, stumpfes Trumpf. Ja, ist es ja auch. Bei mir ist es eher anders. Da kann man auch mit Anlauf auf trockene Stellen losrennen. Doch. Das war deine Vorstellung. Hopp, hopp, renn ins Loch. Hopp, hopp, renn ins Loch, ist auch gut. Ah, ist das behindert. Ich hab überlegt gerade, ob ich nicht wirklich die Armor von Zora mal anziehe, um die Scheiße mal schneller hier rumzukriegen. Obwohl ich das eigentlich nicht wirklich brauche. Ich brauche halt nur viele Tränke. Ich glaube, ich habe die meisten Tränke jetzt an diesem Fight hier verwastet mittlerweile. Auch schon traurig. Ich glaube halt. Also wobei mir für die Kette. Ich hätte eigentlich. Welche Mischung? Ja, meine Rüstung ist eine Mischung aus Valhazak, Theostra. Ich glaube, aus den Beden nur. Warum eigentlich? Weil es gute Sets hat und ich eine Auto-Rack dafür habe. Wie ein Auto-Rack? Nein, ich heile mich automatisch mit der Zeit. Ach, denkst du doch nur. Nee, ist Tatsache. Ach, denkst du nur. Natürlich denke ich das. Weil ich sehe ja auch. Ach Quatsch, mach mal Augen zu. Dann fühle ich es. Der Balken sich ausdehnt. Oh, und das ist deiner. Nee. Du bist doch nicht Pinocchio, Digga, Alter. Was ist denn bei dir los? Hast du da? Oh Gott, hallo! Die Luna. Ich hab eigentlich nicht dich da erwartet. Ich bin mal direkt mal wieder weg. Wobei eigentlich schon sehr schlau wäre, wenn ich Luna zuerst töte. Aber die ist schwerer. Eigentlich will ich mir das Schwere danach aufheben. Hast du gerade gesagt, dass sie fett ist? Nee. Alter. Du hast nur gesagt, dass sie schwer ist. Mensch, Mike, ey. Wenn das deine Mutter hören würde. Was soll das meine Mutter jetzt interessieren, what the fuck? Die würde gleich wieder zu dir ankommen. Nee, 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 so hier, dort hier nicht. Wie? Wo ist er denn jetzt hingeflattert, Alter? Jetzt stehen die da beide. Boah. Alter, sie kommt. Junge, 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 Junge. Eigentlich schon, ja. Guck gerade aber gleich nochmal nach. Ja, hab ich immer. Krass, Alter. Ich komm hier nur hoch, guck mal hier. Sie sieht mich gar nicht. Verarschen? Ich wollte gerade sagen, komm her. Oh Gott, no. Jetzt sind die beide auf mich fixiert. Scheiße.
Beste Move EU West. Oh, ich drück die verkehrte Taste. Ich hab so viele Potions schon gewastet. Was mir das gerade auf den Sack geht, dass die beide zusammenstehen. Ich hab den Potion, ich hab das Dunk benutzt, ne? Stehen halt immer noch zusammen. Oh nee. Er hat sich verzogen. Die Judei, die kackeln sie sich geschmissen. So, jetzt zieh ich mir ihn hier hoch, dass er nicht ruft. Wow. I'm impressive. Das war eigentlich so mein Ziel, dass ich das heute noch schaffen möchte. Wir sind jetzt schon 3 Stunden an dem Scheiß dran. Mann, wie ich in seiner Achsel da festhänge. Krass, war grad richtig übel. Kam ich nie raus. Lappen, Alter. Sehr geil. Noch mal geil. Wow. Mann. Bin in der Rolle und krieg trotzdem den Schaden, Alter. Was soll das? Ja, das weiß ich nicht, war. Was? Oh, verkehrte Taste. Ah, ne, aufgehört hat's deswegen. Oh, come on. Oh, verkehrte Taste wieder gedrückt. Meine Güte. Ich hatte doch die richtige Taste gedrückt. Richtig geil, Mann. Ich liebe diesen Move. Gibt ja nichts Geileres in dem Game. Eigentlich finde ich die Energie-Klauen richtig geil, aber leider Gottes machen die zu wenig Schaden. Bitte, was ich eigentlich machen sollte. Geht so. Wieso geht so? Also viel ist es nicht, was die machen. Wow, so vom Grundwert eigentlich ganz gut. Ja, aber das war auch, wenn ich jetzt gehärtet machen möchte, dann sind das ziemlich schlechte Sachen. Sagen wir jetzt halt. Ach so. Die sind halt für den Endgame-Bereich halt total waste. Ja. Deswegen spiel ich mit. Ah, Devil Joe. Devil Joe? Mhm. Wieso mit Devil Joe? Weil es halt gut ist. Ich, halt wollte erst, ich wollte erst eine Waffe haben mit Lähmung oder mit Dings, mit Schlaf, aber gibt es nicht. Naja, Schlaf bringt dir eh nichts. Nicht? Nee. Schläft eh mal ein und sofort, wenn du schlägst, dann wacht es wieder auf. Ist ja nicht so schlecht, du unterschätzt das total. Die Animation zum Einschlafen lässt ihn nicht aufwachen, ne? Er geht trotzdem in den... Er kann übertrieben gut Damage in der Zeit machen, das ist richtig krass.
Mein kleines Viech hat nämlich das, ne? Minimum einmal des Fights. Wenn der die ganze Zeit drauf hämmert, Alter, ist das Viech minimum einmal beim Pennen. Und das meistens in richtig guten Situationen sogar. Okay. Ja. Deswegen hat mein Viech auch die Kugel. Ich finde da Lähmung besser. Ja, Lähmung hält ist genauso lange wie Schlaf. Die Animation dauert genauso lange. Kann genauso viel drauf hämmern, wie als wenn ich geschlafen habe. Bei Schlaf hast du aber nur den Vorteil, dass du halt den Fass hinstellen kannst. Was durchaus nochmal einen Zacken mehr Schaden macht. Ist echt noch keiner reingekommen, wa? Ja, kommt manchmal drauf an. Manchmal dauert es, manchmal nicht. Ey, ernsthaft? Digga, beweg dich. Total krank, Alter. Apropos, oh ne, wobei, ich will mir eigentlich Luna aufheben. In dem Raum hier. Och, krass. Will die Fallen noch nicht jetzt benutzen, sondern lieber gerne bei Luna erst. Dass ich Luna schneller runterkriege. Verständlich. Warum springst du von der Säule auf ihn auf? Weil er mir die E zerstört. Ja, aber somit kannst du ihn reiten. Nee, ich mag das nicht. Okay. Ich kenne ja den seine Schwachstellen. Kann ja richtig gut neben seinem Kopf, wo ich gerade die ganze Zeit gestanden habe, Schaden machen. Weil ich weiß, dass ich auf die Vorderpfoten und aufs Gesicht Schaden machen kann. Deswegen stehe ich da ganz gerne. Und wenn er seinen Strahler macht, hält er die ganze Zeit neben daneben. Oh shit. Oh shit. Nimm die Pflanzen. Oh scheiße. Und Luna war auch gerade noch da. Naja, das hätte ich so oder so nicht geschafft. Eins der Bienen hätte mich jetzt gekriegt. Was auch passiert, ne? Muss man aufpassen, wenn die unten rumfighten, kommen die Effekte bis hier hoch, ne? Echt? Ja. Bin schon immer hier, bin immer hier gespawnt, bin direkt wieder gestorben. Kann man machen. Surprise? Weil es die Wave war von Luna. Ach, schön. Keine Ahnung, wie das passiert sein konnte, aber war mir dann einfach zu blöd, gab es dann nicht mehr in der Fracht. Musste kurz überlegen, welche Taste das nochmal war. Beide echt hier. Sind nicht gegangen. Noch hat sie dich nicht gesehen. Na, das ist ja wohl, warum ich mit ihm gleich weggehe. Und er lässt sich nicht kalten. Ich krieg hier eine Macke. Digga, würdest du bitte mitkommen? Ja, ja gut, okay, ist auch okay. Dann halt so.
Bei Luna, Alter, die Reichweite, die ist fast ein ganzer Raum, ne? Jo. Also die Reichweite, die haben sie in meinen Augen ein bisschen übertrieben. Du hast halt zero chance, halt irgendwas zu machen. Selbst teilweise, das war vorhin so, ich stand hinter einer Wand und habe trotzdem den Tick noch abgekriegt. Obwohl ich hinter der Wand gestanden habe. Da hätte ja nicht hingekonnt. Ja, ist halt super programmiert. Ja, ist wie Dark Souls. Jo. Also, was willst du machen? Manchmal geht's halt nicht anders. Ich finde die Katze mit diesem kleinen Geschütz extrem lustig, Alter. Oh, er hat schon seine Dead-Phase. Sind nach 15 Minuten? Oh, da muss ich aber einen schönen ordentlich Rabatt gemacht haben jetzt. Na dann, hopp. Das habe ich jetzt so noch nicht ganz so schnell hingekriegt. Sonst, weißt du? Verstehe. Ja, weil gut knapp. Also wenn ich ihn jetzt auf die Hälfte runterhaue und sie dann noch machen kann, wird knapp. Also von der Zeit her. Ja, sie kommt direkt jetzt hierher. Geh doch bitte einfach. Mein Charakter da so lange stehen bleibt, Mann. So. Das wird jetzt sehr ätzend. Oh, das ist wirklich ekelhaft dort. Ja, aber da musst du sie leider beide machen. No. Jetzt vorher vielleicht noch mal schleifen soll. Haben wir den Tag jetzt gerade gesehen, gut, dass du das hast. Ey, das war so ein kleines Müh. Junge, dass mich das noch überhaupt getroffen hat, ist ein Wunder. Tja, Wahnsinn, Alter. Hast du den seine Area hier hinten? Boah, ein Hoch auf die Doppelklingen, Alter. Dadurch kam ich jetzt durch die Dashen so extrem gut weg, Alter. Deswegen glaube ich, könnte ich auch nicht mit einer anderen Waffe spielen. Doch mit Bogen würde ich mal spielen. Bogen liebig eigentlich. Nimmst du ein Bogenschwert? Mit Katana habe ich überlegt, immer mal zu nehmen wieder. Weil ich mag den Playstyle, die sind gerade ausschlagen. Der kriegt Kampf. Ich hab ihn getötet, lol. Glückwunsch. Von der Zeit her bin ich gut dabei. Wow. Wenn ich jetzt ihn ausgeweidet habe, dann bin ich bei der Hälfte der Zeit. Weil ich genauso in der Zeit geschafft, wie ich gesagt habe. Richtig bescheuert. Nur, dass ich die Teile, die ich jetzt gerade nicht brauche, richtig bescheuert. Eigentlich müsste ich immer sie zuerst machen. Dass, wenn ich jetzt verkacke, wenigstens die Teile gekriegt habe. Porte dich doch gleich zurück ins Lager. Ach, auf jeden Fall. Ja, das mache ich die ganze Zeit sonst immer. Zwar in das hier porte ich mich, weil das so ein zentral. Ja, für mich zentral liegt. Was auch viele nämlich nicht machen, ist, wenn der Fight vorbei ist, nochmal zurückgehen und
Sachen holen. Okay. Ich oft mitgekriegt, viele machen das halt nicht, die sagen sich, ja, doof, geschissen. Ich geh jetzt schon wieder essen? Ja, okay. Viele wissen auch nicht, dass wenn man ins Zelt geht und wieder rauskommt, automatisch fertig geschleift ist. Ja, und fully healed ist. Und hat alles voll. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist so ein Allrounding, könnte man sagen. Das stimmt. So, die sind der Ebene gut. Kurz Punkte sammeln. Richtig krass, Alter. Dadurch, dass du über Steam durchzugucken kannst, läuft das mit dem der Aufnahme extrem wesentlich besser. Richtig krass. Ja, das ist sehr entspannt dadurch. Oh, jetzt sieht wieder Schwanz-Action. Och, das ist so ein Move, den ich nicht mag bei den Klingen. Springt einfach nur rein, passiert nichts. Bei ihr habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wann ich da ran kann. Ja, ich auch nicht. Na genau, das ist das Problem nämlich. Die ist halt leider viel zu wild dafür. Mit dem zu wild gerade. Alter, wow. Dass du alle 2 Sekunden dich am Bewegen bist, Mäuschen, geht mir so übertrieben auf den Sack. Ich kann gerade nichts machen. Rip. Jetzt schlucken können, wäre nichts geworden dabei. Mann. Quatsch. Das ist zum Beispiel, was ich auch scheiße finde. Du hast gerade eben erst alles gegessen, beim Sterben verlierst du halt alles. Jupp. Dass das nicht zeitgebunden ist, dass das zeitlang bleibt. Und nicht, huch, du bist gestorben? Nee, David, nee mehr, muss ich nochmal machen. Der Raum ist auch geil hier. Oh, die Säulen sind ganz gut. Nee, nicht die Säulen. Ich mag die Berge da drinnen. Ich kann halt das Rad da die ganze Zeit machen. Das ist so extrem viel Damage. Kannst du auch machen, oder nicht? Kannst du auch von den Säulen aus auch machen. Ja, es ist aber wesentlich leichter, wenn du eine Schräge hast. Stimmt schon. Weil du siehst die Animation dazu auch noch, wann wie was kommt. Weil... Dass das bei dem Rad aus dem Stand funktioniert, das weiß ich. Aber dass das nicht immer funktioniert, das ist noch viel schlimmer. Ich hab das vergessen. Scheiße. Das ist bei ihr ganz wichtig. Und jetzt kommt die zu mir. Mäuschen. Ist doch okay, Mann. Lass mich das wenigstens. Mann! Mädel! Lass mich das doch wenigstens kurz trinken!
Hab ich vergessen. Mal hier rennen, Alter. Holy shit, Mann. Ne, gleich noch mal ran. Und den Scheiß nehme ich auch noch mal trinken. Ja, total vergessen. Ah, kommt echt wirklich keiner, oder? Doch, doch, gerade. Ist gerade am Join. Okay. Bin ich ganz ehrlich, ist natürlich jetzt gerade eine total ungünstige Situation gerade bei ihr. Verständlich. Ah, wie gesagt, mir, ich seht ja hier schon wieder Damage fehlt. Also bei ihm ging es richtig fix und hier weiß ich halt nicht. Hier müsste mehr Damage rumkommen, dass ich das hinkriegen könnte. Weil ich kann halt nicht so lange bei ihr nah dran stehen. Ah, Problem ist halt, sie bewegt sich auch zu viel. Die kriegen ja bei Kampfgehärtet nochmal eine Attacke noch dazu, ne? Ja. Zum Beispiel, das ist auch zum Beispiel, was ich nicht verstehe, ja? Bei Teostra kann ich an der Seite kann ich stehen bleiben. Bei Luna Luna kann ich das nicht. Oh, sie geht genau da unten runter. Das ist sehr geil. Häuschen, du kriegst jetzt erstmal richtig schöne Breitseite. Ist das nicht... nicht reichen? Ne, das reicht leider nicht. Da richtig runter für. Gucken, du kriegst jetzt nämlich erstmal beide Steine ab, mein Freund. Und dann an die Blumen. Jetzt steht sie die ganze Zeit doof rum, oder was? Die kleine Macke, Alter. What? Kleine Macht. Ein paar Mal den Reifen. Oh Gott, jetzt zeigen Fehler immer. Oder? Nee, ging. Wegpacken. Oh, come on, Alter. Kurz nochmal weg. Du nimmst halt keinen Heiltrank. Hebst du mal die Kelle.
Jetzt derjenige, der joint, ist direkt wieder raus, ja, anscheinend. Scheint so. Digga, Alter. Das ist das, was mich nervt, Alter. Komm ran. Kann direkt wieder abzischen. Geht sie wieder rüber. Hast du deinen Mantel neu angesetzt? Ja. Den hier würde ich gerade gerne einsetzen. Weil sie schon so aufgeladen ist. Richtig im Augenblick den Mantel eingesetzt. Gut, dass du das gesagt hast, sonst wäre ich jetzt rot gewesen, locker. Kein Problem. Eieiei. Sehr anstrengend, dieses Mädel. Jetzt eigentlich fertig ist. Damit. Ach du grüne Neune. Jetzt ist er voll charged. Och, come on. Ey, ernsthaft? Dritter Versuch, mir um was zu trinken zu nehmen.
war. Muss direkt Tränke nochmal holen. Hast du ja ein Lager in der Nähe? Ja. Richtig krass gerade der Fight. Ein bisschen intensiv gerade. Merk ich. Der Kältetrank hat nachgelassen. Nur, dass du das sagst, danke. Oh. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Aber die müsste ordentlich gerade auf Schnauzbrett gekriegt haben. Jo, Mädchen, gib mir halt direkt wieder mit deinem behinderten Schwanzattacke, Alter. Das erste, was sie macht, klar. Weil sie wusste, dass ich hinter ihr stehe, wo sie mich anrempelt. An den anderen Mantel, ne? Kriegt man aber gerade gar nichts, der Mantel. Weil ich nämlich ja nicht dazu komme, irgendwas überhaupt zu machen. Oh, ich hab den dort nicht abgekriegt, gut. Das war lucky. War eine Milli-Ecke oder so. Doch diesen behinderten Mantel. Darf nicht sterben. Zieh. Oh. Alter. Alter, Digga. Wenn ich gestorben wäre, wäre das Ding vorbei gewesen. Hätte ich nochmal neu machen müssen. Holy shit, war das close. Ja, noch hast du die große Fläche. Ich habe sie aufgehalten, sie wollte ja gehen. Nein. Oder doch ganz gut. Nochmal was gebrochen. Kopf kaputt. Jawoll! Mann, ey, krass! GZ. Die hat einfach keine Chance mehr gehabt, wegzukommen. Krass. Übel. Nice! Boah, das waren die 40 Minuten Fight gerade, haben sich dafür echt gelohnt, Alter. Ja, wobei, 25, 35? Ja, 35, bisschen mehr, 35 Minuten Fight, Alter. Holy shit, Mann, Alter. Und hinten am Ende noch ziemlich Lack gehabt.
Meine Fresse. Vor allem mit dem letzten Maxi-Trank. Ja, ja. Das war sehr lucky, Alter. Dafür kann man ja mal einen Daumen da lassen, oder? Alter, krass. What the fuck? Ah, krass, jetzt bin ich nur noch gespannt, was wir kriegen, Alter. Let me home. Let me home. Ich will nie mehr. Quest erfüllt. Ja, das ist doch mal nice. Alter, wie viel Blau. Hier unten gibt's nochmal ein Blau. Super. Ach, reicht ja schon. Reicht ja auch schon wieder. Gucken, was wir da jetzt leerlich machen können. Oder vielleicht schon überhaupt irgendwas machen können. Ich glaube zwar noch nicht, da fehlt mir noch ein bisschen was, aber... Naja, haben sie gelegt. Oh, krass, das hat jetzt aber auch heute drei Stunden, vier Stunden gebraucht. Das ist die letzte Session davon jetzt. Oh, übel. Zumindest die Session, die ihr sehen werdet. So, ich sag mal an der Stelle schön dran, schön dran mit den ganzen Socken. Löft bei euch, danke fürs Zuschauen. Ihr müsst bescheten. Haut rein. Genau, bis zum nächsten Mal.